Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Fußball Manager 2013. Ich habe das Spiel mal ein bisschen so durchgetestet, und es ist echt, Leute, ein mega geiles Spiel, holt's euch nur. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal an, oder? Hey, lange, kurze Rede. Fangen gleich mal an. Hier, das neue Future kennt ihr auch noch, glaube ich, von FM 2010 und 11, oder 10 gab's ja schon. Live Season, da kann man quasi die ganzen aktuellen Daten, die man auf seinem Rechner hat, was labe ich denn? Die es quasi in der Bundesliga gibt, Achtung, ich will einloggen hier, ich Trottel, kann man die quasi direkt aufs Spiel quasi übertragen lassen. Das finde ich eigentlich echt cool gemacht, quasi jetzt hier, das, ich zeig's euch einfach mal, Freunde. Achtung, das könnt ihr euch holen für 6,99 € über PayPal, blöderweise halt nur bezahlbar. Ich glaube, das hat eigentlich ja, ouch, denkt mal eigentlich ja fast jeder. Ich demonstriere es euch einfach mal, der, was noch nicht kennt. Achtung, wir nehmen mal alle Ligen, wir machen mal Bundesliga. Machen dann mal die zwei ersten Ligen, dass man quasi sieht, was aktuell so abgeht. Freunde, ich habe noch ein folgendes Anliegen. Ihr kennt doch den Modern Consumer, richtig? Achtung, mein Stuhl, ich sitze gleich wieder auf dem Boden hier. Der macht doch auch so Spielprognosen, so von ganz von Top-Spielen der Champions League oder der Bundesliga oder zweiten Bundesliga oder Pokalspiele. Und er macht dann quasi über FIFA 13 ja quasi die Spiele, nur in so in FIFA-mäßig quasi, genau. Was meine Absicht wäre, möchtet ihr Spielprognosen, wie es EA und der Modern Consumer zum Beispiel jetzt machen, in einer FM13-Version, sprich Textmodus, Videotext oder einfach nur ganz normal, ja, wie man es halt kennt, über das 3D. Wie ihr auch seht, übrigens kurz was anderes, jetzt aktualisiert es sich gerade selber. Er holt sich quasi gerade die aktuellen Daten vom Stand vor letzter Woche. So, das wird quasi jede Woche aktualisiert. Ja, 12 Punkte, nicht viel, aber gut, das war jetzt nur mal so. So, jetzt könnt ihr euch auswählen, schaut mal hier, Bundesliga, blab, alles, auch die Wappen sind anders gemacht worden. Ich bin da so ein Glas-Effekt drüber gegangen. Finde ich geil gemacht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, da ich Dortmund-Fan bin, oder Bayern, komm, ich mache Bayern einfach so als Gag. Nein, komm, wir machen dir die Neuaufsteiger von Fortuna Düsseldorf. Mal einfach so Spaß, mal Chile. Chile. Was mir auch noch wichtig ist, Leute, mit welcher, ich möchte ja quasi ein Let's Play machen, ja? Quasi ein Let's Play, Achtung, mit dem neuen Sony Tablet. Eine neue Herausforderung für Hilululul, was habe ich da eingegeben, um Gottes Willen, hä? Ich zeige euch erstmal, also, nee, zuerst dieses Thema, jetzt komme ich durcheinander. Folgendes. Ich möchte ein Let's Play machen, ja, vom FM 13, habt ihr ja schon mitbekommen schon. Ich habe Folgendes vor, ihr dürft aussuchen, welches Team ich nehmen soll. Also zur folgenden Auswahl stehen das Land England, die Premier League, Deutschland, die erste und die zweite Bundesliga, Italien, die Serie A oder Serie B und von Spanien die Premiera Division, die erste, aber nur. Sonst habe ich extrem viel, sonst ist mir einfach zu viel, ehrlich gesagt, hey, was ihr da auswählen könnte. Schlagt mir einfach ein Team vor und das Team, das nach einer Woche am meisten Daumen nach oben hat, werde ich nehmen, okay? Also, würde mich freuen, wenn da Vorschläge kommen in den Kommentaren und so weiter. Und einfach dann, dem es gefällt, hey cool, der nimmt jetzt zum Beispiel FC Barcelona, klein mal Daumen hoch. Und am Ende der Woche, welches Team quasi dann die meisten Daumen hoch hat, würde ich quasi dann nehmen hier für das Let's Play. Und, was auch wichtig ist, ihr dürft ruhig erfinderisch sein, ganz ehrlich. Freunde, ich bin zurück, ich habe gerade eben einen Schnitt machen müssen, weil gerade eben mein Aufnahmeprogramm abgekackt ist. Ich habe doch eine, kann mir jemand helfen? Bei meinem Aufnahmeprogramm, ich nutze ja Bandicam, ja? Wenn ich da aufnehmen tue, bricht er mir dann dort nach ein paar Minuten ab. Sprich, die Aufnahme geht auf einmal weg. Und der Bildschirm ist auch schwarz bei der Aufnahme. Wenn mir einer helfen kann, würde ich mich echt freuen. So, wir gehen zurück zum Thema. FM 13, der neue FM 13, FM 13, 13, so. Ich zeige euch mal alles, ich zeige euch erstmal, was neu ist, ja? Der News Center, den kennt ihr noch von den letzten FMs? Also ich habe ja übrigens alle FMs von 2001, also der 2001 ist schon der extrem seltene. Werde ich, werde ich auch mal dann Let's Playen oder als Let's Retro quasi bringen. So nicht, eher so ein Let's Retro. Ich bin leicht erkältet, tut mir leid. Also im Kalender, was gibt's Neues? Also hier, haben wir, da haben wir auch verloren, dann gegen Bayern das 3-0.
Ne, U15 sogar gegen Stars, genau, wurde quasi auch schon übernommen. Und jetzt hier gegen Wolfsburg, da haben sie jetzt im realen Spiel, haben sie ja 4-1 auf die Fresse hier bekommen, die armen Düsseldorfer. Oder 3-0? Ne, das war 4-1, gell? Dann gibt es das folgende hier, die erste Mannschaft, ist auch alles okay, da mache ich gleich mal... Was mache ich denn da? Wie kann ich das einstellen, dass ich die Gesichter sehe? Hier, genau. Also schaut man, das ist auch ganz neu. Spielerbilder anzeigen. Spielernamen als Tooltips. Oder Spielernamen nur anzeigen. Und das Bild dazu, genau. Hier, Boron neben einer der Top-Transfers, muss ich zugeben. Boah, dass der wieder zurückkommt, hä? Schau mal, der ist schon 33. Man, der hat damals bei Mainz 05 angefangen, hä? Und hat da eingeschlagen wie eine Bombe, hä? Als Stürmer, schaut mal. Wenn ich das mal finde, wäre ich voll Idiot hier. Entschuldigung. Ich bin immer noch ganz, wie gesagt, noch leicht angeschlagen von der Scheißkrippe. Der hat ganz schön was durchgemacht, hä? Seit Mainz. Schaut mal, Köln, Bayer, Liverpool, hat er BSC, dann wieder zurück zu Liverpool. Dann noch... Nee, dann zu Dynamo Moskau, dann wieder zweite, wieder zu Düsseldorf. Wo er ziemlich gut anschlägt, aber hat immer noch kein Tor gemacht, schade eigentlich. Dann gibt es jetzt hier zweite Mannschaft. Also hier die Taskleiste ist auch ziemlich neu. Gut, ich habe jetzt nicht die hohe Auflösung, weil ich sonst die mit der Aufnahme hier größer ein bisschen Probleme bekomme. So. Nochmal zum Punkt. Ich bin. So ein Scheiß heißt, entschuldigt bitte. Jetzt nochmal. Also, mit welcher Mannschaft ich das gerne machen würde, dürft ihr natürlich ja bestimmen. Wie ich euch das vorhin schon erklärt habe. Und die Spielerprognosen, also die Spielprognosen, so wie es manchmal auch bei EA auf der Facebook-Seite ist, oder zum Beispiel Dortmund, Köln, Köln, ja genau, Köln, Dortmund, Bayern zum Beispiel, dann wird im FM quasi das 3-1 rauskommen mit der Simulation. Und sowas will ich quasi hier auch machen. Wenn ihr dafür seid, dürft ihr gerne auch in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es positiv angenommen wird. So, was hier? Training? Was machen wir denn? Hier ist auch das Menü total überarbeitet worden, Leute, hey. Durch Fitness-Experte. Kann ich mir mehr einen Witz bringen, Freunde. Fitness-Experte. Hier, das ist auch ganz neu. Dynamik heißt. Hier, also der hat Wünsche, will Torschützenkönig werden. Der Maletzas will erfolgreich Fußball spielen. Ist klar, der war auch oft verletzt. Der Kiefer möchte im Training gefordert werden. Okay. Bekommst du Trainingsziele? Machen wir mal so. Und mit dir machen wir jetzt Training. Kann ich gar nicht, scheiße, egal. Einige Spiele verfehlen aktuell ihre persönlichen Ziele. Ups, das kriege ich auch noch hin. Keine Angst, Freunde. Hier Spielergespräche. Mache ich jetzt mal. Du trainierst sensationell, das gefällt mir natürlich. 5 Moralpunkte dazu, das finde ich gut. Jetzt zeige ich mal, also Kampf also die zwei, die bekriegen sich. Die zwei Stürmer, dann Nando Raphael und der Ken Ilse. Dann der Dani Sahin gegen den Ken Ilse. Oliver Fink gegen Adam Boczek und Stefan Reisinger gegen Ken Ilse. Das ist quasi so ein Konkurrenzkampf, ja. Wer quasi gegen wen halt noch so ein bisschen so die Konkurrenz hat. Verbündete, die zwei, die verstehen sich total gut hier. Verbündete. Linke Verteidiger und Innenverteidiger. Die zwei sind quasi richtige Kumpels. Komplett andere Einstellung. Oh. Okay, das sind quasi so meine faulen... So meine faulen Säcke, kann man sagen. Weil die sind beide trainiert ungern, aber dafür trainingsfleißig. Hä? Blicke ich auch nicht ganz. Hier, der möchte quasi verfehlte Ziele, Problem. Okay, das sind quasi alles das Probleme. Möchte einen erfahrenen Trainer, fick dich, na warte, dir helfe ich, mein Freund. Dir helfe, ups, fuck. Na warte, dir helfe ich, ey, echt. Erfahrenen Trainer, ey. Pff, ich schwöre, jetzt gibt's Riki auf die Backen, ey. Nein, Glück gehabt. Hast du Glück gehabt, Kollege. Hier, schwierige Kommunikation. Oh, okay, der hat Sprachprobleme, kann man jetzt auch gleich einstellen, schaut mal. Ich denke mal den Vertrag, oder? Hier. Hä, hey, will ich jetzt verarschen? Ich würde es gerne mit einstellen. Okay, auch du bist sensationell. Wo kann man das denn einstellen mit dem, Dolmetscher hier. Schaut, jetzt habe ich quasi den Dolmetscher eingestellt, und jetzt kann er quasi auch Deutsch eben erkennen. Und wo ist Barbie? So, was hat der? Hat auch Sprachprobleme? Helfen, du Däner, ich nix verstehe, ich nix Deutsch. Ich mir kaum... Ach, halt's Maul, Michael, die Witze sind nicht witzig.
Der will Stammspieler. Ui, der will in der Stamm, der will Stammspieler werden. Hier die Teamhierarchie. Hierarchie, ich kann sie aussprechen. Der Anführer. Der wird angenommen, oder? Vom Team akzeptiert, genau. Führungsspieler, oh, im Team umstritten quasi. Der wird nicht so ganz angenommen. Also der hier ist quasi, der wird total konkurrenzlos, der angenommen. Was will der Newcomer, Stürmer? Ja, was willst du denn? Im Team umstritten. Na gut, du hast nicht einfach, Kollege, schlag dich noch neu. Verträge, die aktuellen Verträge. Transfermarkt, das finde ich jetzt cool. Gucken, ob wir jemanden kriegen. Oh ja, genau. Okay, das wäre natürlich jetzt, na gut, das war klar. Claudio Pizarro sieht ihren Verein nicht als attraktiv genug für einen Wechsel. Arschloch. Blaschukowski. Scheiße, ich habe irgendwie noch kein Fame. Sollen wir uns mal eine kleine Stürmerüberraschung holen? Junior Fernandes kann sich einen Wechsel zu Ihnen vorstellen. Möchte Sie ein... Wenn Sie an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. Okay, kriegen wir hin. Gehen wir jetzt hoch. Ich habe nicht mal Geld dafür. Jetzt warte, das kriegen wir doch hin. Ein bisschen Schleim beim Präsident. Hey, Schnürgiputz. Ich brauche ein bisschen Kohle, ne? Komm schon, ein bisschen das rüberwachsen, auf geht's. Und schon fließt das Geld natürlich nicht. Scheiße! Blöder Arsch. Egal, das kriegt man hin, holen wir uns mal einen Kredit. Komm, wir haben es ja 19 Mille. Transfers hier, dass wir ein bisschen uns was holen können. Hat es übernommen? Jawohl. Was ich auch noch zu dem sagen möchte, Freunde, ich werde Textmodus hauptsächlich spielen, weil, ja gut, und auch klar, bei richtigen, bei geilen Spielen, zum Beispiel jetzt bei Champions League Finale oder Top-Spielen, wo es echt um alles geht, noch um Abstieg oder auch Meisterschaft, werde ich natürlich ein 3D-Spiel machen, klar. Aber ich finde Textmodus ist einfach interessanter, da kann man einfach dann doch noch mehr da eingreifen. Gut, es gibt auch Neuerungen beim 3D, das werde ich euch im anderen Video zeigen. Mir persönlich gefällt der FM13 sehr, also ich muss zugeben, hat sich viel gerne, also man kann verdammt viel machen, das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Wir haben jetzt 0 Euro Scheiße, quasi am wenig Kirchenmaus, verdammt. Haben wir jetzt noch eine Freundin? Nicht mehr das haben wir, Scheiße. Na gut, Mitarbeiter, sie sollten einen Marketingmanager einstellen. Wo kriege ich den jetzt? Marketingmanager hier. Ich habe Rechtsanwalt, verdammt. Ich brauche einen Marketingmanager, Kollege. Ein Psychologe, ganz wichtig, ganz wichtig. Gut, ist klar, wenn man beim kleinen Verein anfängt, aber natürlich nicht große Chancen. Hier nochmal kurz das andere. Hier, die Tabelle ist direkt übernommen worden vom aktuellen Spiel, also vom letzten aktuellen Spiel. Der neue wird quasi, denke ich mal, morgen, dann wird er aktualisiert. Oh, Wolfsburg, ganz klar, abstiegsgefährdet, nachdem der Marco jetzt geflogen ist. Finde ich so geil, haben sie jetzt in einem Samstag, also gestern, 4:1, boah, Düsseldorf, also unsere Jungs quasi weggehauen. Ich glaube, es war eher so ein Befreiungsschlag. Da glaube ich eh, dass der Marco ganz, ganz andere Trainingssachen anwendet, die nicht jeder Trainer Jan bringen würde, hey. Oh, die Finanzen. Es gibt diesen Bereich nicht viel zu kritisieren, sie besitzen das Vertrauen des Präsidiums. Ja, fick dich, wenn ich nicht mal einen neuen Spieler holen darf. So, jetzt kommt durch, gucken, ob es hier genauso hart ausfällt. Hier auch, Dortmund. Also, da haben sie 2:0 gewonnen, da ging es heute 2:1 für Leverkusen aus. Hier ging es 2:1 für VfB Stuttgart. Also gucken, was jetzt hier passiert. Wir probieren mal mit dem Schein zu spielen. Der ist auch ziemlich gut. Wir machen mal... Taktik, fuck, ich will ja nicht die Taktik, ich will die Taktik. Hier, jetzt zeige ich mal, was noch dazugekommen ist, Freunde. Sorry, mein Hals, ey. Wir können jetzt sogar die Prozentzahl angeben. Früher war es nur so, quasi so, also auf niedrig. Scheiße, komm her. Niedrig, mittel und hoch. Jetzt können wir sogar stufenlos regulieren. Ich zeige euch jetzt mal. Achtung. Finde ich so geil gemacht. Kann man quasi, muss sagen, Jungs, voll Einsätze, gib mir 100% für den Sieg, hey. Nur ich denke mal, dass er dann in der zweiten Halbzeit ziemlich ausgelockt und am Arsch sind am meinem Spiel. Ich würde sagen, hier machen wir mal, komm, 60% hier, das Zeitspiel, brauchen wir nicht. Die Vorstöße kann man auch, das ist so geil, man kann quasi alles noch variabel einstellen. Machen wir auch mal 60, ja gut, ich würde sagen, Abstöße, ja, ziemlich weit nach vorne, dass wir immer gleich ein Konter haben. Abwehrreihe, oh, Mahlzeit, Bitches.
Abwehrreihe hinten, weil die sind ziemlich konteranfällig. Kommt das Spiel klar, Abseitsfalle. Wir spielen links und Mitte. Machen wir wieder Bogenim, der hat Erfahrung. Siegprämie kommt, kriegt ihn 100, dann kann er seine Frau zum Essen einladen oder mit seinen Kindern, die was Schönes machen. Pressing, wir tun überall, also hier könnt ihr sagen, entweder ganz hinten oder überall. Ich würde sagen, wir machen hier in dem Bereich Pressing. Passspiel machen lang und lieber riskant, falls auch mal einer durchgehen könnte. Hier, das ist auch neu, könnt ihr sagen, hier von der Position oder von der Position. Oder lieber ganz steil in den Strafraum rein. Das finde ich so hammergeil. Kann man quasi noch selber die Mega-Spielzüge auch noch austüffeln. Ich sage so, dass wir quasi direkt so reinschneiden können. Und Ecken machen wir... machen wir lieber kurze Pfosten. So, und dann gibt es noch Flankenhöhe. Gibt es auch noch... Ach du Scheiße. Quasi ganz hoch. Warte mal. Hier bis 80... Das ist quasi dann Stein hoch. Stein hoch. Bergsteil meine ich, also gerade so richtig hoch. Ich sagen, wir machen mal so, ja, 50%. Spielmacher ist der Bocek. Oh, mal gucken, ob uns der Einstellung was bringt. Wir machen mal kurz Textmodus. Hier der aktuellen Spiele. Nie zu sehen, ich mache Textmodus. Ein Remis schaffen wir mindestens. Wir werden nicht verlieren, Jungs. Hallo. Wir haben die besten Fans normalerweise. Live-Ticker, ganze Blöcke, klar. Durch Lakic. Scheiße, ich denke, die wird auf die Packung, ey. Moment, so ein Ausgleich ist. So, jetzt gibt es erstmal ein Anzeigezeichen. Zeige ich auch was Neues. Das darf nicht wahr sein, kommt schon. So, das ist auch ganz neu. Quasi, dass man jetzt noch eine Anzeige noch in der Kabine sagen kann. Und ganz neu, hier. Früher war es so, dass man hier so anklicken konnte, kritisieren, motivieren oder loben. Jetzt geht es hier allerdings so. Loben, kritisieren, quasi einfach so nach dem Prinzip Klick, also nach dem Klick-Prinzip. Loben, motivieren, kritisieren. Ach, oder das ist ja cool, das sehe ich jetzt erst. Geil. Eine persönliche Trainermassage. Ohrnehmen. Für meinen Torwart. Und natürlich für meine zweite Stimme. Du bekommst eine Sonderbehandlung. Aber der hat so kalte Hände. Ist das geil. Oh, das ist Herrlichkeit, geil. Du bekommst eine Sonderbehandlung. Aber der hat so kalte Hände. Das ist so geil. Ich weiß, ich habe eine Scheißlache gehabt. Wie so ein Mongo. Aber geil, Mann. Das finde ich ja cool. Na warte, da kriegst du noch eine speziellere Behandlung, du Schlingel. Mal gucken, ob das gebracht hat. Auswechseln. Oh. Freunde, kommt jetzt. Oh, jetzt geht's die Geldwohle. Du Arsch. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich wieder von Lakic. Verdammt. Ich muss mal was gucken. Ja. Ja. Oh, ja. Kann auch noch machen. Schaut jetzt hier. Könnte auch noch. Das ist auch ganz neu. Ich könnte quasi genau einstellen, wie viel. Ob ich lieber kreativ sein soll, lieber aggressiv oder vorsichtig, ob ich die ganze Zeit nach vorne gehen soll oder viel vorsichtig. Das finde ich einfach geil, weil sie so viel einstellen, hey, dass man auch einen richtig krassen eigenen Spielzeug ändert. Ja, ich habe krass bekommen. Ich wie es in den ganzen anderen Stadien steht. Bayern München führt 1-0 durch Frankfurt. Finde ich auch cool. Gut, da haben wir schon 90 in Folge, auch nicht so krass. Auch für Stuttgart 2-1, das ist natürlich, das kommt jetzt langsam hin, so wie es als am Sonntag ausging, also heute, also gestern quasi. Nürnberg 0-0 noch, wir haben 1-0 ja gewonnen. Freiburg 0-0, oh, Hoffenheim, Gefallenschlag, das seht ihr auch schon.
Ja, wir haben voll auf die Fresse bekommen, also wir haben jetzt das 3-0 gemacht und mein Team auch ganz schön leid. Augsburg 2-2 in Hamburg, das war wirklich spannend, bin ich mal gespannt, dass er noch rausgeht und Kräuter führt. Machen sie endlich mal ihren und zweiten Sieg gegen Kiel, lass uns mal schauen, wie es ausgeht. Und mein Weg und Ausgleich. Oh, scheiße, ich hab den Ausgleich, ja. Nicht mal ein Tor. Scheiße, egal. 2-0. Also Lakic hat den Tor. Ah, den Arsch, den werde ich mal. Ich glaube, den hole ich mir dann wahrscheinlich mal. Stimmen. Unsere öffnenden Pässe brachten ungefähr 57 cm Raumgewinn. Geil. Ich habe da einen mega Spruch gebracht, hä? Ergebnisse. Bayern München schlägt Bayer Leverkusen 1-0. Das ist der 9. Sieg in Folge, damit wir Bayern neuer Rekord noch über wurden. Musik ein bisschen laut, Achtung. Du Arsch. I'm back, bitches. Das habe ich gerade in die Lautstärkeleiste gemacht, hier vom Internet, der Radio. Augsburg 2-2, Hoffenheim 3-0, Gladbach 1-0 noch, finde ich gut. Teamleistung, das ist auch neu. Wir haben jetzt quasi ein Tor gemacht, also an dem Spieler haben wir quasi jetzt kein Tor gemacht, ja, klasse. Also, Gladbach hat quasi ein Tor gemacht, von 5 Chancen, 3 Schüsse, eine Ecke, 39% Ballbesitz gehabt in dem Spiel. Und 82% Pässe kommen quasi an, das finde ich auch geil hier. Ist auch quasi, ich glaube, das kennt ihr alles noch, Freunde. Fairplay, auch noch alt. Was mich auch ankommt, Leute, wenn ihr wollt, kann ich auch mit zwei Mannschaften ein Let's Play machen. Aber ich glaube, das wird dann, ein bisschen arg lange. Ich zeige euch noch was Neues. Achtung, hier, habt ihr das gerade gesehen? Auch dieses Pop-Up. Pop-Up ist auch ganz neu. Viel moderner eigentlich alles so gestaltet. Die Kaderplanung, die ist auch nagelneu. Ich muss euch die mal kurz zeigen. Ich glaube, ich blick selber noch nicht wirklich, hä? Also, Zugänge haben wir noch keinen. Spieler können wir Drag und Drop Drop-Verfahren verschoben werden. Das ist der Wahrheit. Also. Ach so. Wenn ich den quasi jetzt weg tue, dann würde die Mannschaftsstärke runtergehen. Klar, der Mannschaftskader sowieso. Dadurch wird aber das Alter hochgehen und das durchschnittliche Talent, weil er quasi jetzt runterdrückt. Das finde ich aber geil. Kaderanalysen. Wie kriege ich das jetzt hin? Kaderanalyse erstellen. Mal gucken, wie. Also jetzt kann man quasi gucken, wie würden meine Jungs spielen in der Aufstellung. Jetzt mache ich mal 4-2-4. Machen wir gleich mal. Der Co-Trainer wird eine Woche brauchen, um diese Analyse zu erstellen. Seine restliche Arbeit wird in dieser Zeit beeinträchtigt sein. Okay, klar. Jetzt wird quasi der Trainer, also mein Co-Trainer quasi schauen, ob das jetzt eine mega Aufstellung ist oder ob das total ein Fail ist, weil meine Abwehr total hinten offen ist oder mein Mittelfeld, um mir quasi zu sagen, hey, Trainer, das ist die perfekte Aufstellung, die musst du nehmen in Zukunft. Finde ich cool. Was auch noch, was noch neu, muss ich schauen, jetzt genau. Jetzt kann man quasi Prototypen erstellen quasi. Man kann sagen, okay, wir nehmen mal ein neues Shirt, ein Fanshirt quasi auf dem Markt und gucken, wie das ankommt. Was auch cool ist, das, wo war das, wartet mal. Da konnte ich irgendwas selbst erstellen lassen. Ich muss mal schauen. Also erstmal wieder, klar, bitte Fans anheuern, dann noch. Okay, das ist auch neu. Man kann quasi direkt schauen, wie viel jetzt verkauft wurden. Klar, vom Malesers, oh Gott, Malesers, Entschuldigung. Klar, ist ein Liebling und wahrscheinlich noch da, Achtung. Hohe Identifikation mit dem Verein quasi, der stimme ich treu uns. Und was, wo war das denn? Jetzt kann ich quasi genau sagen, wo ich würde sagen, wir gehen mal nach Afrika. Nein, wir gehen erstmal nach Südamerika und machen einen Fanshop auf in, wartet mal. Ich würde sagen, wenn dann hier, oder? Was meint ihr denn? Oder lieber in Rio de Janeiro? Nee, klar, wenn dann in Rio, hallo. Neuen Fanshop eröffnen. Jawohl. Du Arsch, das bringt doch noch Geld rein. Oh meine Güte, am besten ich kaufe den Verein echt, hey. Gut, dann lassen wir das eben. Das mal ausbauen. Oh, wir haben Nebel, wo ist unsere... Was ist das? Eine Sekunde. Das ist mein Bauhof. Arschlecken. Ich will mein Jugendinternat. Okay, das kann man quasi auch alles machen. Ich glaube, das muss ich dann im Let's Play machen, Freunde. Was noch neu ist.
Sponsoring, die Anwerben, ich glaube, das kennt ihr schon. Jetzt gucke ich quasi, dass ich einen guten Sponsor bekomme. Meine Pyramide habe ich auch schon alles. Bäckerei 104.000, dass es immer frische Brötchen gibt. Versicherung, Fernsehen, Elektronik, muss alles natürlich top sein. Okay, nicht auflösen, um Gottes Willen. Was noch neu ist, eine Sekunde, ich versuche mal was zu schauen. Bewerbung für das Finale. Meisterliga, auf geht's. Wenn, dann drehen wir richtig auf hier. Haben wir gleich 500.000, komm. Jawohl, jetzt sind wir bestimmt wieder im Minus. Was haben wir denn? 17 Millionen zur Verfügung. Ey, da müsst doch ein Transfer gehen. Was meint ihr denn? Hey, jetzt muss ich gucken. Nein, falsch. Ich bin so ein Opfer. Opfer, Alter, Opfer. Hier. Transfers. Jetzt muss ich mal schauen. Die kommen doch eh nicht zu mir alle. Großkreuz. Das wäre natürlich jetzt Hammer, hey. Scheiße, war klar, dass ich mich attraktiv genug finde. Hol ich mir mal Diouf. Mamie Diouf weist ihre Anfrage zurück. Er ist vom Gesamtpaket des Vereins nicht überzeugt. Man merkt ihm aber an, dass er sich das Angebot beinahe angehört hätte. Vielleicht sollen sie es ihn in einiger Zeit versuchen. Ich kann nicht mehr lesen, kann es sein, dass man quasi einfach nochmal später es versucht. Rafinha. Oh. Was? Okay, wartet. Komm. Oh, das wäre krass, Rafinha. Juhu, komm. So. Jetzt brauche ich noch einen Stürmer. Holen wir uns den Fernandes, was meint ihr? Schadanski, Costa. Ihr dürft mir auch gerne schreiben, bitte. Das fällt mir gerade so ein. Freunde, ihr dürft mir auch gerne schreiben, welchen Spieler ich mir holen soll, dann in meinem Let's Play, der wo richtig reinknallt oder wo richtig Joker-Kenntnisse hat oder so. Das wäre echt klasse, wenn ihr mir da helfen könntet. Weil ich kenne mich ja nicht so wirklich aus. War mir irgendwie klar. Weil ich würde schon gern, ja, ich kenne mich im FM quasi extrem aus, aber nicht so mit den Spielern, hey. Und guck, ob Naldo kommt. Du Arsch. Und darum würde ich mich freuen, wenn ich da einfach, wenn es ja, von euch so krasse Spezialisten gibt, die quasi sagen, hey, pass auf, der Spieler ist richtig gut, hol dir den. Ja? Oder der hat einen guten Qualität, der hat eine gute Qualität. Roman Neustädter. Klingt irgendwie nur auf die Backen da. Diouf diesmal. Oh, komm, jetzt aber. Auch nicht. Ah, bin ich so. Friedrich. Scheiße. Timoschuk. Ha. Oh. War mir klar. Ich sage jetzt noch ein Spiel, Freunde. Dann zeige ich euch mal was anderes. Gut, Johnson geht jetzt doch zu seinem Ex-Verein, zu Hitzlsperger auch. Das kennen wir schon. Jetzt zeige ich mal kurz noch die Belohnungen. Eine Sekunde. Klar, 5 Jahre, Handgrundgehalt. Ui. Ui ist der. Oh, kein Wunder, dass wir absteigen, ey. Wenn wir schon so einen Arschloch von Präsident haben, echt. Ja, Einigung auf 6,2. Wie jetzt doch? 6,25 Millionen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt kommt. Hier, Sieg. Klar, bei München. Doch, wir haben Madrid verloren. Gegen wen eigentlich? Das würde ich mal gerne schauen. Ui. Was ich auch gerne machen würde. Bei Düsseldorf. Sensation. Cristiano Ronaldo wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Boah, Hammerkerl. Was ich auch machen werde übrigens. Also ich werde übrigens das Let's Play auf eine bis maximal zwei Saisons. Eine Sekunde. Saisons machen. Weil sonst ist mir das einfach etwas zu lang. Ich möchte auch noch mehr Spiele hier spielen, klar. Wenn es aber auch gewünscht wird, natürlich spiele ich auch dann länger für euch. Komm, na, kriegst du noch eine Runde, mein Gott. So, jetzt machen wir mal nochmal die Standardsachen. Gucken wir mal, wieder auf die Backen kriegen. Assistent, Bild, okay, hilft mir quasi jetzt mal Jungspieler ein bisschen zu fördern. Kommt jetzt wirklich, oder wie? Wie? Rafinha kommt wirklich? Der war doch mal bei Schalke, warte mal. Ja, eben nicht, du Arschloch. Ein Scheiß kommt schon zu mir und verarsch mich nicht. DFB-Pokal, komm, dann machen wir sofort Berechnungen, hä? Guck mich da, der Sieg ist heute möglich. Und Shahin, ihr dürft euch aufwärmen, Jungs. Oh, und wir führen sogar 1-0. Ich glaube, das hat was gebracht vorhin. Und das Tor war Wochen nehmen zu verdanken. Jetzt haben wir natürlich Raphael rein, der bei Hertha ein bisschen blind war, soviel ich weiß.
1:1, ich flieg wieder raus. Badet ab. 70. Minute, immer noch 1:1. Jungs, jetzt kommt. Entscheidend, 2:1, kurz Ende. Und dann machen sie das, wie geil. Juhu. So, wir gehen mal weiter. Ich würde sagen, es gehen in die dritte Runde. In die dritte Runde, gell? Voronin macht das 1:25 Minute. Ausgleich von Igor de Chapagno. Camargo, ich voll Idiot. In der 48. Und dann in der 85. natürlich von Axel Bellinghausen. Vorlage André Voronin. In der 85. das 2:2. Klasse. Lasst uns schauen, was in der anderen Spielen passiert ist. Eine Sekunde. Bremen 1:0 gegen Augsburg. Fortuna Düsseldorf. 2:1 gegen Gladbach. Frankfurt haut Köln 4:1 weg. Braunschweig verliert wieder 1:0 gegen Freiburg. Kräuter Fürth. Verliert gegen Bochum. Hätte ich heute auch nicht damit gerechnet. Mahlzeit. Schalke 5:1 gegen Sandhausen. Da haben sie aber Glück gehabt, die Dortmund. Das sehe ich gerade. VfL Aalen gegen Dortmund 6:5 nach Elfmeterschießen haben sie Glück gehabt. Oh, geil. Mainz ohne Probleme 3:0 gegen Augsburg. Hertha BSC Berlin verliert daheim gegen Leverkusen 4:0. Oh, arme Hertha. Hamburger SV knapp gegen im Berlin. Hallo, im Berlin. Was labe ich denn? Im Duell gegen Union Berlin 1:0. Stuttgart ohne Probleme 2:0. Hannover 3:0. Was? Okay, damit bin ich jetzt... Boah, krass. Bayern München fliegt raus in der zweiten Runde durch das späte Tor durch Mohamedou Idrissou, 88. Dann noch Elfmeterschießen 6:5. Pff. Wolfsburg ebenso wie geil gegen FSV Frankfurt 2:1. 18:60. München macht es schön durch laut 1:0. Und Karlsruhe SC gewinnt mit 4:1 gegen Duisburg. Die armen Duisburg kriegt auch immer eine auf die Fresse, gerade in der zweiten Liga. Jetzt haben sie aber wieder gewonnen. Die zweite Runde, gucken, was da noch hier kommt. Jetzt die Auslosung, schauen wir uns noch an. Achtung. Fortuna Düsseldorf hat im Jahr 1980 den letzten Pokal gewonnen. Oh, ich bin ein bisschen länger her. Gegen FC Kaiserslautern. Oh nein, gegen den Bayern, der Bezwinger. Jetzt gewinnt auf Karlsruhe SC ran. Vielleicht gegen Dortmund. Nein, gegen Hannover 96. Gut, KSC hat glaube ich auch schon Bundesliga-Erfahrung. Dortmund muss ran gegen, hoffentlich gegen Stuttgart. Gegen Bremen. Okay, wird auch interessant. Bochum, die jetzt 6:1 verloren haben am Sonntag, dürfen gegen 1860 ran, die quasi wieder. Ich glaube, die kommen bald hoch in die Bundesliga. Ich gönn's ihnen auf jeden Fall. Aber ich glaube, dann wird das so die Hassliebe zu Bayern wird dann größer. Leverkusen gegen Schalke, auch ein interessantes Duell. Gegen wen muss jetzt Stuttgart ran? Bin ich gespannt. Ich hoffe nicht gegen den Bundesligisten. Sonst wird es denen echt zu einfach gemacht, hä? Jawohl, gegen Mainz 05. Jetzt sind noch Hamburg SV, Frankfurt und Freiburg übrig. FSV Frankfurt darf hoffentlich gegen Eintracht, bitte. Scheiße, gegen HSV. Und dann quasi bloß noch Eintracht gegen Freiburg, denke ich mal. Ja, ganz logisch. Und jetzt sehen wir, ja, gegen Freiburg, cool. Boah, gegen FCK. Ui, okay. Bekanntgabe der Finalstand. Hä, wir auf jeden Fall nicht, haha. Oder? Gastgeber des Finale Meisterliga ist Barcelona. Das haben wir klar, das Camp Nou. Ich meine, kein Wunder, 120.000 Zuschauer. Pff. Gastgeber der Europa-Liga ist Nepal-Stadion. Ey, Nepal ist auch voll krass hochgekommen in den letzten Jahren. Ja, Düsseldorf ist dabei, scheiße. Was auch neu ist, das wollte ich euch noch schön zeigen. Ah, hier, die FIFA World Player Gala. Ihre Stimme für die Wahl zum FIFA World Player Gala 2012. Als Nationaltrainer hier von Chile bitten wir Sie um Ihre Stimme für die Wahl zur World Player Gala 2012. Sie haben jeweils eine Stimme im Wert von 5 Punkten, 3 Stimmen und 1 Punkt. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte bekommt, gewinnt die Wahl. Der Preis wird auf der FIFA World Gala, World Player Gala im Dezember verliehen. Sie dürfen nicht für den Spieler ihre eigene Nationalmannschaft stimmen. Heißt, wir werden quasi jetzt den FIFA, also World Player quasi machen. Den Weltfußballer quasi jetzt wählen. Casillas, klar, kriegt 5 Punkte. Ronaldo kriegt von mir 3. Und Zlatan für mich immer noch, boah, ups, ach, das klappt gar nicht, voll horscht. Na gut, dann kriegst du halt nur einen Punkt, tut mir leid. Danke, ja, stimmt, die wurden gezählt. Wurde gezählt, bums drauf. So, was noch, auch Neues wollte ich euch noch zeigen. Eine Sekunde.
Wo war das? Ich glaube unter Karriere. Ich muss kurz schauen, eine Sekunde. Oh, ich habe neuen Partner, wie geil. Nee, also es gibt noch mehr Sachen, das ist jetzt auch hier im Kalender, genau, das war Kalender, glaube ich, hier. Ah, hier. Das ist auch ganz neu. Jetzt seht ihr quasi alles auf einen Blick, was in nächster Zeit so vorsteht. Hier. In 7 Tagen ist der Timo Fuhrholm wieder fit. Dann in 22 Tagen ist Benjamin wieder fit. Dann das Liga-Auswahlspiel ist dann bei Dortmund, hier steht dann. Die Winterpause beginnt in 42 Tagen. In 604 Tagen bin ich quasi wieder arbeitslos. Scheiße. Ein Kredit in Höhe, das ist auch cool. In 357 Tagen, quasi in knapp einem Jahr bin ich, oder über einem Jahr bin ich wieder, ist der Kredit quasi wieder zurückgezahlt worden. Das ist einfach alles neu. Hier, neue Erfahrungsstufe, wird dann quasi auch noch alles sein, wie aktuell alles ansteht. Dann in zwei, oh Gott, ihr Partner Gertrud hat Geburtstag. Geil. Der Kalender kann man jetzt auch machen. Hier, komm, ich würde sagen, eine Sekunde. Mal gucken, noch kommt, das geht noch, Freunde. Mal gucken, ob uns jetzt das Spiel beflügelt hat, wo wir jetzt gewonnen haben. Los, Freunde, wir holen mindestens einen Unentschieden. Und es steht 0-0. Gar nicht so schlecht. Kommt, Freunde, 1-0. Scheiß. Nein, doch nicht. Ui. Bohren nehmen. Oh, Kollege, du bist gar nicht fit. Ich zeig dir nochmal raus. Und machen. Wir sind im Soll. Dann lasst uns mal für. Dann lasst uns mal für Aufsehen sorgen, dass man jeder denkt, boah, krass. Also, Raphael gibt mir ein Lob. Der muss gute Vorlagen machen und du. Und du und du und du. So, dann gibt es einmal hier noch, hier noch, hier noch. Lass dich mal durchkneten. Ayurveda oder Shiatsu? Ja, dich, du Bauer. Guck mal, ob es meinen Jungs jetzt gefallen hat. Hier, 1-1 steht es bei Dortmund gegen VfB Stuttgart. Gladbach liegt hinten bei Freiburg. Leverkusen, Düsseldorf. Gut, das bin ich ja 0-0, ich Trottel. Augsburg liegt wieder hinten. Oh, die haben Hannover 96. Nürnberg gegen Wolfsburg. Oh, ich glaube, Wolfsburg hat sich jetzt befreit, hä? 2-0. TSG Hoffenheim, wieder 2-0 gegen Schalke. Verdammt, die holen sich jetzt aber wieder die Kraft zurück, hier. Hamburg SV gegen Bayern, 1-1. Schweinsteiger macht das Tor. Frankfurt 1-0 gegen Kräuter Fürth, nicht überraschend. Torschütze, alles noch gleich. Ligatabelle. Ja, wir sind noch 13. Jetzt mal gucken, dass wir das 1-0 machen, Freunde. 1-0. Ja, aber du nicht die. Wir. Jawohl, 1-1, Freunde. Komm, jetzt ist 2-1. Auf geht's. Wie vorhin. Hopp, hopp. Ja, nein. Egal, 1-1 ist auch nicht schlecht. Raphael, den ich vorhin noch angeweckt, den ich vorhin noch aufgemundert habe. So, Freunde, ich weiß, es war ein bisschen schnell. Gut, wir sind schon mal 13. Juhu. Ich würde sagen, ihr dürft mich gerne abonnieren. Ihr dürft gerne mich das Video jetzt also favorieren. Favorieren, ich kann kein Deutsch, weil ich bin einfach scheiße erkältet noch. Entschuldigt, Freunde. Einfach zu Favoriten hinzufügen. Auch gerne liken, weiterteilen und bla bla bla. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und schreibt bitte in den Kommentaren, mit welcher Mannschaft ich das Let's Play machen soll. Nochmal von vorne. Deutsche Liga, also in Deutschland stehen zur Auswahl die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga. In der zweiten Liga stehen, oh Gott, ich muss ins Bett, entschuldigt bitte. In England steht dran die englische Premier League, klar, die erste. In Spanien die erste spanische Liga, die Primera Division. Und in Italien die Serie A. Und Serie B noch vielleicht. Und dann schreibt mir einfach eure Teams in die Kommentare. Ja. Und das Kommentar, diese Mannschaft quasi, die jetzt genannt wurde und von euch die meisten Daumen hoch bekommen hat. Quasi, wenn es liest, oh, Real Madrid, geil, gebe ich einen Daumen hoch. Und am Ende der Woche hat das Kommentar 40, ja gut, vielleicht auch nicht, aber vielleicht 5 Daumen hoch oder so, dann nehme ich quasi dann die Mannschaft. Einfach selbst bestimmt, welcher Vorschlag euch am meisten gefällt, einfach der Mannschaft dann einen Daumen hoch geben, ja. Und möchtet ihr den Manager-Modus haben, dass ich quasi Spielerprognosen quasi machen werde, wie Modern Consumer oder EA direkt quasi bevorstehende große Spiele oder wichtige Spiele oder Top-Spiele einfach im FM simulieren lassen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, gell? Haut rein, ciao!